Zucchini, Tomaten und Fruchtaufstriche. In der Küche des Museumsbauernhofs Wennerstorf wird fleißig geschnippelt und gekocht. Alles in Bioqualität und vom eigenen Acker. Alles, was an Gemüse anfällt bei uns, wird alles geschnitten und dann auch eingekocht und so. Das ist alles ganz gut eigentlich. Ganz gut. So funktioniert auf dem Bauernhof auch die Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Lüneburg-Harburg. Über sie kommen insgesamt 16 Mitarbeitende mit Behinderung nach Wennerstorf und arbeiten auf dem Feld oder in der Küche. Sven Klietz ist seit 19 Jahren hier. Ihm macht jeder Arbeitstag viel Spaß, was nicht nur an den Aufgaben liegt. Weil meine Arbeitskollegen alle super nett sind. Die schätzen mich, die mögen mich, die mag die auch alle. Die Arbeitsatmosphäre ist ausgelassen. Es wird geschnackt und gescherzt. Gleichzeitig sind alle Mitarbeitenden pflichtbewusst und schenken ihren Aufgaben viel Aufmerksamkeit. Da kann es auch mal etwas länger dauern. Genau das ist es aber, was Küchenchef Franco Thiele an seinem Kollegenkreis schätzt. Auf jeden Fall, dass man runterkommt, dass man wesentlich ruhiger ist, als man es kennt in der Küche. Also wesentlich entspannter. Also das ist das. Und eben ruhig, absolut. Ist eine schöne Arbeit. Während die einen Zucchini für ein Relish schneiden, kochen die anderen Apfel-Kürbis-Fruchtaufstrich ein und füllen ihn ab. Danach werden die Gläser in Handarbeit mit Etiketten beklebt. So sind sie bereit für den Verkauf. Im kleinen Hofladen, der wie in den 30er Jahren gestaltet ist, gibt es eine Auswahl an den verschiedensten Produkten. Besucher und Besucherinnen des Museumsbauernhofs müssen vom Hofladen aus nur wenige Meter gehen, um zu sehen, wo die Zutaten für die Produkte herkommen. Auf dem Feld werden heute Zwiebeln und Zucchinis geerntet. Wir machen ja nicht so viel mit Maschinen, sondern das für alle unsere Leute haben wir die Arbeit so weit runtergebrochen, dass viel mit der Hand gemacht werden kann. Oder eben mit vielen Händen. Die braucht es auch, damit die ökologische Landwirtschaft auf mehr als 3 Hektar reibungslos läuft. Ohne Unkraut, dafür mit reicher Ernte. Auf dem Museumsbauernhof Wennerstorf gibt es immer viel zu tun. Die Freude an der Arbeit vergeht aber niemandem. Hat euch das Video gefallen? Noch mehr Nachrichten aus eurer Region haben wir immer montags bis freitags um 18 Uhr für euch in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und natürlich hier auf unserem YouTube-Kanal. Also lasst uns gerne Likes und ein Abo da.